Als Adam und Eva vom Baum der Erkenntnis aßen, oh, 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 da gab es Stress und Ärger. Da suchten sie sich einen Feigenbaum und nahmen ein Blatt, um ihre Blöße zu bedecken, aber sie wurden trotzdem aus dem Paradies vertrieben. Naja, ob das die erste Anwendung des Feigenbaums gegen Stress war? Ich wage es zu bezweifeln, aber wer weiß. Herzlich willkommen zum Viriditas Heilpflanzen-Video. Heute möchte ich euch tatsächlich von der Wirkung des Feigenbaums gegen Stress erzählen. Aber ich spreche gar nicht vom Feigenblatt, wie bei Adam und Eva, und auch nicht von der Feigenfrucht, die ihr bestimmt in dieser Form oder auch in getrockneter Form kennt. Obwohl man ja von dieser Frucht auch so einiges sagen könnte, zum Beispiel getrocknet, eingeweicht in Wasser gegen Verstopfung oder aber auch so gegessen gegen Sodbrennen. Also könnte man auch so einiges erzählen. Nein, ich spreche nicht von Blatt und Frucht, sondern eben von der Knospe. Ja, jetzt im Frühling, da sprießen wieder überall die Knospen an Bäumen und Sträuchern und auch die kann man in der Heilkunde nutzen. Und zwar gibt es ein spezielles Fachgebiet innerhalb der Pflanzenheilkunde, die sich nur mit Knospen beschäftigt, das ist die Gemmotherapie. Wenn ihr noch nie von der Gemmotherapie gehört haben solltet, dann empfehle ich euch, das Video Was ist Gemmotherapie anzuschauen, findet ihr in meiner Bibliothek auf dem YouTube-Kanal und den Link dazu findet ihr auch hier unten im Text von diesem Video. Kommen wir aber jetzt wieder zurück zum Feigenbaum. Der Feigenbaum ist ja ein Baum, der eher in wärmeren Gefilden wächst, also mehr im Mittelmeerraum, aber er kann auch durchaus bei uns im Norden wachsen, wenn er an einer geschützten sonnigen Stelle steht. Und im Gegensatz zu den meisten Obstbäumen, die nur einmal im Jahr Früchte tragen, trägt der Feigenbaum an einem guten Standort bis zu 3 Fruchtgenerationen im Jahr. Und deswegen steht er natürlich seit jeher als Symbol der Fruchtbarkeit, der Üppigkeit und der Lebenskraft. Der Feigenbaum hat also durchaus nährenden Charakter und diese nährenden Eigenschaften, die gehen auch in die Knospen und in das Gemmomazerat über, was wir dann einnehmen können, also nährend auf blankliegende Nerven, nährend auf eine Verdauung, die gestört ist. Und da hat die Feige also beruhigende Eigenschaften. Es ist also ein ganz, ganz tolles Stressmittel. Das Gemmomazerat der Feige wird also vor allen Dingen genutzt, wenn sich körperliche Beschwerden zeigen, die einen psychischen Ursprung haben. Sei es durch Ängste, emotionalen Druck, Panikattacken, Gereiztheit und so weiter und so fort. Und ganz besonders, wenn sich das im Magen-Darm-Trakt zeigt, zum Beispiel Übelkeit, Krämpfe oder auch Gastritis oder Darmentzündungen, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, solche Dinge halt. Wenn sich das dort zeigt, dann ist die Feige das richtige Mittel, weil die Feige einerseits sehr stark schleimhautschützend wirkt und andererseits eben beruhigend auf das Nervensystem. Hier bei uns in Belgien oder auch in Luxemburg stellt man meistens Muttermazerate aus den Knospen her. Das bedeutet, das sind Auszüge aus Alkohol, Wasser und pflanzlichem Glycerin, die dann die Wirkstoffe aus der Knospe herauslösen. Und die werden nach der Extraktion nicht mehr verdünnt. Die werden also pur eingenommen. Hingegen in Deutschland, Österreich, Schweiz, auch oft in Frankreich, werden sogenannte D1-Verdünnungen hergestellt. Da werden sie also nach der Extraktion nochmal 10-fach verdünnt. Das macht also schon einen Unterschied auch in der Dosierung des Mittels. Ich persönlich arbeite immer mit den Muttermazeraten, also mit den Konzentraten, und davon nimmt man pro Tag maximal 15 Tropfen. Am besten verteilt, heißt also dreimal am Tag 5 Tropfen. Und diese 5 Tropfen, die nimmt man so pur in den Mund, also nicht verdünnt mit Wasser, und lässt sie dann einfach auf der Mundschleimhaut zergehen und deswegen auch nicht direkt danach essen oder trinken, damit die wirklich ungestört auf der Mundschleimhaut einwirken können. Zum Schluss möchte ich euch noch eine andere Pflanze vorstellen, deren Knospen man auch bei Ängsten, Unruhe, Stress nimmt, nämlich die Lindenknospe. Und zwar nimmt man vorwiegend die Knospen der Silberlinde, Tilia tomentosa. Das ist ein ganz tolles Mittel, wirklich bei Ängsten, aber auch Trauer und Kummer.
Und immer wenn man so das Gefühl hat, man braucht irgendwie eine Umarmung, speziell eine mütterliche Umarmung, dann kann man die Linde nehmen, weil die Linde ja mit ihren herzförmigen Blättern, ihrem weichen Holz sowieso Mütterlichkeit und Geborgenheit ausstrahlt. Und auch dieses Thema kann man also wirklich so übertragen auf die Wirkung des Gemmomazerates. Beide Knospen, Feige und Linde, sind auch ganz tolle Mittel bei Schlafstörungen und auch schon für Kinder geeignet. Also auch für unruhige oder auch ängstliche Kinder sind die Linde und die Feige gut geeignet, natürlich dann in der entsprechend niedrigeren Dosierung. Wenn ihr noch mehr über Heilpflanzen erfahren wollt, lade ich euch ein, meine Kurse zu besuchen. Webseminare oder auch Präsenzkurse, geht dazu auf meine Website, dort könnt ihr das Programm einsehen, viriditas-heilpflanzenwissen.com, und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in dem einen oder anderen Kurs sehen. Das war's für heute. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.